Ja, wie mache ich denn das jetzt? Also, Diener ist, Knicks geht, glaube ich, auch nicht so. Also, irgendwie soll ich, da sind Sie ja schon. Mahlzeit, Majestät, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen begrüßen, sagt man, glaube ich, in Kreisen, oder? And you are? Ich bin Deutschlands Queen. Also, gefühlt. Oh, Gefühle haben mit dem Königsein nichts zu tun. Nee, eben, habe ich auch keine, deswegen ja. Und deswegen, ich wollte erstmal meine herzlichsten Glückwünsche überbringen zu Ihrem 65-jährigen Bühnenjubiläum. Excuse me? Ja, Sie haben doch 65 Jahre Tourneetheater auf dem Puckel. Oder? Also, und da wollte ich fragen, anlässlich der Bundestagswahl in Deutschland, die bevorsteht, wie haben Sie das eigentlich hingekriegt, also so lange auf derselben Position? Das würde mich auch für mich selber interessieren, wenn ich ehrlich bin. Also, so lange. Durch Schweigen. Ah, ja, das mache ich auch gerne. Und keine klare Position beziehen. Mhm, da bin ich perfekt drin. Weise Worte sprechen, die jeder interpretieren kann, wie er mag. Da macht mir keiner was vor. Gnädig winken. Ja, es sieht bei mir ein bisschen aufgesetzt aus mit der Raute. So ein bisschen, wie soll ich es machen? Also, oh. Verstehst du? Und ganz viele Floskeln verwenden. Da habe ich also eine ganze Enzyklopädie auf Lager davon. Und vor allen Dingen, Darling, ja. Ich interessiere mich nicht für Politik, jedenfalls nicht offiziell. Da arbeite ich dran, glauben Sie es? Na dann, bottoms up. Guten Abend, liebe Zuschauer, zu einem Matthias Richling Show Special. Bitte was? Zu einem Matthias Richling Show Special, haben Sie es nicht verstanden? Also wissen Sie wirklich was? Damit Sie mal wissen, was in der letzten Zeit los war und was Sie alles verpasst haben. Na, also die Bundestagswahl werden Sie nicht verpasst haben, aber jetzt werden Sie denken, Mensch, Donnerwetter nochmal, die neue Bundesregierung habe ich verpasst. Na, haben Sie nicht? Oder haben wir überhaupt schon eine? Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Also man kommt ganz durcheinander, weil wir ja offenbar nur Oppositionelle gewählt haben, also Leute, die nicht regieren wollen. Nur Frau Merkel natürlich. Die ist durch die Bundestagswahl wieder näher dran an der Queen, zumindest von der Länge der Amtszeit her. Ja, ihre Fabeln sind zwar nicht so poetisch wie die der Königin, dafür macht sie aber die Gegenwart immer zu einem wunderbaren Rätsel, das wir mit offenen Augen bestaunen. Und das wollen wir auch jetzt tun und sagen, willkommen Dr. Angela Merkel. Wie sehen Sie denn aus? Frau Merkel? Was? Ja, ich war im Urlaub. Ich komme aus der Winterfrische. Ich bin ja nur da, um Ihren Fragen auszuweichen. Aha, Sie fahren Ski? Nee, also kennen Sie das denn nicht? Das ist doch, wie heißt das denn? Murder Walking. Ich könnte Sie alle erschlagen, die nicht mitregieren wollen. Das ist unglaublich. Wobei Sie ja relativen Erfolg haben, kann man einräumen. Ja, ja. Das ist das Bedürfnis der Deutschen nach royaler Beständigkeit. Oh ja, und davon haben Sie ja eine ganze Menge. Bei der Queen muss man warten, bis sie einen anspricht. Von Ihnen sagt man auch, Sie regieren an Leuten vorbei. Gibt es jemanden, auf den Sie hören würden? Gibt es da überhaupt jemanden? Ja, nee, also höchstens vielleicht diejenigen, die uns gemahnen an mehr Menschlichkeit. Aha. Ja, in Zeiten von immer wahrer werdenden Fake News wird es Zeit, dass wir unseren Glauben an die Echtheit der Welt reformationieren. Ja, zum 500. Jahrestag der Reformation brauchen wir wieder einen Luther, schließt sich da die Frage an. Bitte. Also, mir reicht es, wenn er mir manchmal erscheint. Ach so. Allerwerteste Ungläubige, es sind jetzt 500 Jahre vergangen, da habe ich, Martin Luther, das Papsttum und seine Katholiken gebrandmarkt, weil ihre gottlose Tyrannei die Gläubigen gequält und misshandelt hat mit dem Verlust von Hab und Gut, mit dem sie sich loskaufen mussten von ihren Sünden. Das feiert ihr heute alle im Reformationsjahr mit Selbsttäuschung, wenn ihr euch tyrannisieren lasst von der neuen Kirche Internet und der Sekte Apple und Google. Das Netz ist doch die neue Religion geworden.
die nicht mehr den Glauben an Gott verteidigt und verbreitet, sondern nur noch den Glauben an Taten und Hass und an Falschheit. Und so sehr seid ihr hypnotisiert davon, dass keine Ampel und kein Straßenlaternenmast und kein Auto einen jungen Menschen aufhalten kann, der in sein Handy starrt. Das Selbstverständnis des modernen Menschen habt ihr doch zurückgegeben an ein Silicon Valley. Wer geht denn noch auf andere zu, wenn er mit ihnen Kontakt aufgenommen hat im Netz? Wer trifft denn wen, wenn er seinen Chatraum verlässt? Da ist eine Angst vor Vereinsamung, wenn man mal leibhaftig einen Menschen trifft. Da ist eine Angst vor Vereinsamung, wenn man wirklich einmal sein Handy aus der Hand legt. Ich habe mich aufgelehnt gegen den Papst, dem die Menschen untertan waren. Ihr feiert mich und spielt im Netz selbst den Papst, der sich übt in Hass und mentaler Vernichtung der anderen, während ihr geistig vereitert. Im Netz kann der Alte eigentlich raus. Ach Gott, verfaul doch gemeinsam, du! Liebe Gemeinde und liebe Gemeinde, ich war jetzt also euer Bundespräsident. Ich war immer der Dosenöffner eurer Herzen. Ich habe immer zu allem Stellung genommen, was sich bewegt. Und damit ich nie vergaß, was ich zu sagen habe, habe ich mir stets vor dem Zubettegehen einen Knoten gemacht ins Gehirn. Ich hatte immer für alles Gespür, für eure Sorgen, für eure Nöte, für euer Gejammer und euer Gejaule. Aber wer mit den Hunden ins Bett geht, der steht mit den Flöhen auf. Und so merkte ich bald, ihr fragtet nicht mehr, gibt es Gott und befasst er sich mit uns? Die Kirchen werden immer leerer, die Menschen immer weltlicher. Und so fingt ihr an zu fragen, gibt es einen Bundespräsidenten? Ich aber sage, ja! Und er befasst sich sogar mit euch. Aber die Entfremdung beginnt mit wachsender Verehrung. Und so wie ihr euch abwendet von Gott, so ist die Erfahrung vielleicht für euch nützlich, wenn ihr merket wohl, von euch kann sich auch abwenden Gott, der Bundespräsident. Und so sage ich euch, geht hin, geht zu euch, geht aus euch heraus. Mein Vorgänger sprach einmal davon, dass der Islam zu Deutschland gehört. Ich aber sage, auch die Deutschen gehören zu Deutschland. An Arbeit daran reicht meine einmalige Beteiligung. Ich habe euch stets abgelenkt mit Nebensächlichkeiten. Aber mehr Ideen als für 5 Jahre hat ein Bundespräsident nie gehabt. Und so bleibt mir am Schluss nur eines noch zu wünschen und zu erreichen, dass ihr meine Gedankenwelt vorfindet in jedem Nachttisch eures Hotelzimmers. Geht hin. Sehen Sie, ist doch gut, wenn uns Personen aus dem Jenseits noch was zu sagen haben. Wie? Obwohl er uns hat sitzen lassen, nicht zu vergessen. Wer? Ja? In Zeiten von Trump und Putin und Erdogan fühlten sich die Leute nicht nur verlassen von Gott, sondern eben auch verlassen von dem Vertreter der Deutschen auf Erden, Herrn Joachim Gauck, oder wie er heißt. Also ja, ja, ja. Aber jetzt haben wir einen neuen Präsidenten aus dem Diesseits, Herrn Steinmeier. Ach, ja, den Sie ja erstmal nicht wollten, wenn ich Sie erinnern darf. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich wollte ihn sehr wohl. Was? Ich wollte nur nicht kundtun, dass ich ihn wollte. Ach damit so. Die SPD nicht wieder behaupten kann, ich hätte mich durchgesetzt und hätte die SPD untergebuttert und so weiter. Also habe ich meinen Mund gehalten, damit die SPD das Gefühl hat, dass sie wenigstens irgendwas zustande kriegt. Also sehr raffiniert. Die Matthias-Richling-Show hat mal mit Steinmeier, mit Herrn Steinmeier gesprochen. Und so. Das Gespräch wollen wir gerne jetzt noch mal aufzeichnen. Gauck an. Guck an. So. Ja.
Sie sind der 12. Bundespräsident, ja? Ja, im Dutzend sind wir billiger. Der Bundespräsident ist ja überparteilich. Trotzdem hat die SPD Berlin plakatiert. Wir freuen uns auf den sozialdemokratischen Bundespräsidenten. Wie geht das denn zusammen? Also wie Sie wissen, hat mit der Abschaffung der Monarchie 1918 das Volk, also die SPD, ja, die Schlösser erobert. Wenn wir wohin gehören, dann ist es ins Schloss. Die SPD ist im Grunde König. Oh, wie begegnen Sie als König den Leuten wie Trump, den Sie ja mal als Hassprediger bezeichnet haben? Also die Schwierigkeiten dürfen nicht übersehen zu bedeuten, dass ich ja Bundespräsident aller Deutschen bin. Ja, ja, und sprechen Sie dann mit Trump, oder? Wir leben in schwierigen Zeiten. Ja. Die Welt ist aus den Fugen, das habe ich auch in meiner Antrittsrede schon so gesagt. Oh ja, und werden Sie entschuldigen bei Ihnen? Ich habe festgestellt, dass die Amtszeiten meiner Vorgänger ja ganz unterschiedlich geprägt waren. Trümmerfrauen, Terror, Mauerfall. Ja. Obwohl der Bundespräsident mit Tagespolitik gar nichts zu tun haben darf. Und insofern kann ich Ihre Frage durchaus beantworten. Ja, und wie? Wie beantworten Sie die Frage? Das habe ich bereits in meiner Antrittsrede gesagt. Ja, was haben Sie denn gesagt? Was haben Sie denn? Wir lasst uns mutig sein. Aha, ja, aber das ist ja... Es tut mir leid, alle anderen Phrasen waren bereits besetzt von Martin Schulz. Oh. Genossen, ich freue mich, dass mich der Parteivorstand vorgeschlagen hat als künftige SPD in diesem Lande, liebe Genossen. Und das ist ein großer Moment und ich bin überwältigt, dass ihr das so beklatscht, dass mir Sigmar Gabriel sein Los geschenkt hat. Sigmar deutet mir schon früh an, dass auf mich ein Hauptgewinn wartet. Ich dachte, was kann das wohl sein? Das 24-teilige Kaffeeservice von Meißen oder der große Plüschteddy, den ich mir sonst hätte schießen müssen am Oktoberfest, liebe Genossen, nein. Als mir Sigmar eröffnete, mein Hauptgewinn, das ist die SPD, liebe Genossen. Da ist man schon sehr gerührt von seiner eigenen Rührung. Jetzt habe ich also diese SPD. Was mache ich damit? Stelle ich sie in die Vitrine zu den anderen Preisen oder... Oder mache ich damit einen Wanderpokal, damit jeder von euch sie mal anfassen kann, liebe? Nein, liebe Genossen, ich mache aus dieser SPD ein Pfand für das Kanzleramt. Denn in dieses Kanzleramt kommt ihr nur hinein, wenn man das Pfand SPD einlöst und abgibt. Gerhard Schröder hat das schon verstanden. Die SPD ist der Weg. Sie ist nie das Ziel. Und wenn man das Ziel erreicht, dann muss man das Pfand SPD abgeben. Ich bin bereit für das Ziel. Sozialdemokratisch, kritisch, solidarisch, deutsch, phlegmatisch und barbarisch. Und ich denke, damit habe ich die besten Qualifikationen. Denn schon Bundeskanzler Kohl konnte kein SCH sprechen. Und was hat ihn? Seine Geschichte berühmt gemacht. Applaus! Frau Merkel, Sie hatten ja nichts von Schulz, gell? Oder? Ja, also er ist ein guter Beamter. Er hat das Grundgesetz hervorragend auswendig gelernt. Mehr Programm ist ja bei ihm nicht. Aha, und warum ist er dann Kandidat geworden? Weil die SPD so mies dasteht. Ach so. Herr Schulz, ist ja auch gar nicht aufgestiegen in der SPD. Er ist einfach stehen geblieben und die SPD ist an ihm vorbei nach unten gesackt. Und da stand er oben. Das hat die SPD dermaßen begeistert, dass sie ihm ja sogar Klobürsten abkaufen würden. Gebrauchte. Meinen Sie denn, dass dieser Unwille zur GroKo von der SPD wirklich nur daran liegt, dass die SPD 5% verloren hat bei der Bundestagswahl? Was, Sie haben 5% verloren? Ja, ja. 5% haben 5%, die verloren. Ja. Ich wusste gar nicht, dass die SPD noch so viel hatte. Doch, doch. Aber dann verstehe ich die Logik nicht. Herr Schulzens, hat also 5% verloren, fühlt sich abgewählt und will nicht mitregieren.
Am Parteitag hatte er von ehemals 100% 82%, also ein Minus von 18%. Und Parteichef bleibt, also ja, verstehe ich nicht. Die Nerven liegen eben bei denen blank. Ja, das merkt man im Umgangston, nicht? Sie meinen Frau Nahles. Wer? Frau Nahles. Wer? Frau Nahles. Ach so, die Dame kenne ich nur unter dem Pseudonym Frau Fresse. Oder so. Wir von der SPD, wir haben über 150 Jahre lang haben wir uns für das Volk den Arsch aufgerissen. Ja. Wir haben am Volk etwas fürs Volk getan. Fingerschmutzig gemacht. Fingerschmutzig gemacht. Genau, das sagen Sie mir doch. Halt die Fresse endlich. Ja? Und was haben wir davon? Das Volk ist eine Scheißinvestition. Och. Ja, es bringt für uns keinen Mehrwert für die SPD. 20% kann ich nur sagen. Es bringt nichts, etwas fürs Volk zu tun, für diese verdammten Bastarde. Das war ein Scherz. Ja? Aber da sagen wir, so, dann lassen wir es doch. Wir haben keine Lust mehr, dem Volk den Arsch auszuwischen. Und das Volk betätigt nur die Spülung. Und wir von der SPD, wir landen im Orkus. So. Ja, aber... Wenn wir heute von der SPD... Wenn ich das so sagen darf, ja, wenn wir uns setzen lassen würden bei Bares für Rares, dann kämen wir auf 70% vom Volksvermögen. So, und das muss sich aber widerspiegeln in harter Währung als Wählerstimmen. Aber wir von der SPD, wir sind in die Bundestagswahl gegangen mit der Händlerkarte. Und diese Super-Experten-Volk, die geben uns dann 20%. Das ist unglaublich. Da sagen wir von der SPD, ja, dann nehmen wir die SPD mit nach Hause, dafür verkaufen wir sie nicht. Wir lassen sie zu Hause vergammeln, wir fressen sie selber und baden in Beweihräucherung. Diesen verschissenen Volk, dem hau ich jetzt in die Fresse. Frau Merkel, ist denn Frau Nahles so noch kompatibel als Koalitionspartner? Also kann man sich das vorstellen? Ach, also Koalitionspartner stören mich prinzipiell nicht. Ah. Das sind Aushängeschilder. Also, das heißt, Sie haben keine Probleme mit den Ausfällen von Frau Nahles? Nee, also der SPD-Exit hat ja CDU und CSU wieder zusammengeführt. Ja? Mhm. Sie brauchen für eine innere Harmonie immer ein äußeres Feindbild. So wie auch der Brexit ja die EU zusammenschweißt. Ja, und wie Sie das ja auch wunderbar gezeigt haben in Ihrer berühmten Bettszene, Balkonszene mit Emmanuel Macron. Ist er denn schon da? Also normalerweise ist bei Shakespeares Balkonszene Julia da oben und Romeo unten. Aber gut, ich will ja nicht sagen, also, achso, ich muss ja im Versmaß bleiben. Doch still wer schimmert durch das Fenster dort. Ah, geh auf, du hold Macron, er töte die Brigitte, die neidisch ist und voller Grame bleich. Ja, stimmt ja auch, der Text passt ja perfekt. Dass du viel schöner bist, obwohl ihr dienend. Er ist es, meine Güte, er ist es. Oh, wüsste er, dass er es ist. Er spricht, doch sagt er nichts. Das hat er von mir. Ein paar der schönsten Sterne aus Europas Fahne werden ausgesandt zu Kreisen in Macrons Augen, während sie unter des Funk... Also der Shakespeare redet einen Mist, muss ich ehrlich sagen... Nur weil Emmanuel unbedingt nach dem Brexit die englische Literatur für Europa retten möchte und weil er seine Brigitte kennengelernt hat in der Schauspieltruppe, muss er mit mir auch rumspielen. Also ich verstehe, mir ist es eigentlich alles zu viel, aber bitte von mir. Ah. Weh mir, weh uns, weh ihr, aua, weh weh. Moment, er spricht, sprich noch einmal, holder Engel, denn über meinem Haupte erscheinst du der Nacht so glorreich wie ein Flügelbote des Himmels, dem erstaunten über sich gekehrten Auge der Menschensöhne. Was ist das für ein Quatsch, das kapiert doch kein Mensch. Also ich verstehe gar nicht. Es war die Nachtigall und nicht die Merkel. Nee, es war die Angela und nicht die Merkel, die eben jetzt ein banges Öl durchdrang. Sie singt und hüpft auf einem flotten Wählerstamm, der mir Vertrauen gab und Macht zu führen, dich und mich in ein Europa voller Einigkeit und Harmonie. Es war die Angela. So, guck doch her, ich bin's doch. Du musst auch hergucken. Huhu, ich bin's doch. Ich höre ein Hausgeräusch. Leb wohl, Geliebte. Aber ich... Emmanuel! Oui, Ame, ich komme. Hola, Angela, sei treu. Du kommst sofort hierher. Mit wem hast du getuchtelt? Non, Brigitte, ich kann dir Brigitte, oh, nicht Brigitte, ich erhöhe die Bitte. Ah, wer ist das kleine Flietchen? Oh, non, Flietchen, du sagst, was Erdogan sagt, auch von ihr. Erdogan, du, ihr teilt sie euch. Geh weg von mir. No, Brigitte, ich bitte Brigitte, ich kann dir das erklären. Es ist nicht so, wie sieht es aus. Brigitte! Ich bin nicht so, wie sehe ich aus? Was soll das heißen? Hallo, ich, Emmanuel, ich...
Wie sollen wir denn Europa jetzt führen auf? Also nee, ich wusste, dass Brigitte dies Theater macht. Ob mich Herr Sauer noch mal nimmt. Frau Merkel, ja. Kann denn diese Basis für ein geeintes Europa nicht auch die Basis sein für ein geeintes Regieren in Deutschland? Ja, also an mir lag's nicht. Ja, Jamaika ist geplatzt. Oh. Ja, danke schön. Obwohl ich hervorragend vorbereitet war. Ach so. Ich hatte gleich am Wahltag noch eine Reise gebucht nach Jamaika, um zu sehen, wie machen die in Jamaika überhaupt so Koalitionen. Weiß man ja gar nicht. Nee. Und dann geht Herr Lindner. Dankeschön. Ja, die Reise konnte ich stornieren. Würden Sie noch mal mit ihm reden? Selbstverständlich. Wir haben ihn eingeladen. Er ist hier. Nee, dann nicht. Muss mich erst mal sondieren, bevor ich mit ihm rede. Aha. Dann auf Wiedersehen, Frau Bundeskanzler, kann ich nur sagen. Ja. Auf Wiedersehen und guten Abend, Christian Lindner. Ich begrüße mich, den Sieger der Bundestagswahl. Na, wie war ich? Bitte nehmen Sie doch Platz. Ach, vielen Dank. Also, wer das Ergebnis für die FDP anschaut bei der Bundestagswahl, der möchte doch zum Zocker werden und täglich in die Urne gehen. Ja, aber der Bürger wird allmählich sauer, weil Sie nicht mitregieren. In Umfragen haben Sie schon -3%. Was sind schon Zahlen? Ja. Wir haben bei der Ausschüttung Bundestagswahl das große Los gezogen. Wenn Sie ein Auto gewinnen, dann erzählen Sie der Lottogesellschaft auch nicht, wann und wo und wie hin Sie fahren wollen, oder? Aber natürlich ist da der Bundesinnenminister besonders künstlich begabt. Da gibt es einen Anschlag in Kabul. Da stoppt man mal eben die Abschiebung der Gefährder dahin, weil man sagt, ach, macht euren Anschlag ruhig hier in Deutschland, damit die in Afghanistan nicht noch weiter leiden müssen. Was ist das denn, meine Damen und Herren? Gesichtserkennung möchte der Herr. Aha, meine einzige Frage ist nur noch, wie kenntlich ist überhaupt noch der Bundesinnenminister? Wenn dieses eingeschlafene, einschläfernde Männchen, einschläfernde Mitglied der Bundesregierung, meine Damen und Herren, zu Terror und Islamisten nichts anderes präsentiert als 10 Thesen Leitkultur, die uns stark machen sollen gegen Islamisten und gegen Terror. Ich habe als erster gefordert, die elektronische Fußfessel für islamistische Gefährder. Jetzt fordere ich sie für den Bundesinnenminister, meine Damen und Herren. Leitkultur, Schleierfahndung und Gesichtserkennung. Das ist altbacken, das ist 70er Jahre, das sind Schablonen. Der Bundesinnenminister als Helene Fischer der Terrorbekämpfung. Alles nur Schlagzeilen. Wie machen wir es? Atemlos, ich bin bereit, das volle Programm, die Hölle morgen früh, phänomen- und fehlerfrei. So, das hat jetzt Spaß gemacht. Herr Lindner, Sie hätten es natürlich besser gemacht, aber Sie wollen ja nicht mitregieren. Deswegen verlieren Sie auch gerade in den Prognosen. Verlieren tut immer nur der Wähler, obwohl er gar nicht zur Wahl steht. Selber schuld, möchte man sagen. Aber es ist kein Wunder, wo er sich nicht mal aktiv beteiligt an den Elefantenrunden. Ich habe als deutscher Bundeskanzler 11 Jahre lang hervorragende Arbeit geleistet. Ich habe Deutschland stabil gehalten. Die Bruttolöhne sind heute genauso hoch wie vor 11 Jahren. Das gibt den Menschen Planungssicherheit. Wenn sie wissen, was ich mir heute nicht leisten kann, kann mir morgen auch nicht leisten. Ja. Also Frau Merkel, wenn ich die Frage mal wiederholen darf. Es ging ja um Herrn Schulz, wenn ich das richtig verstanden habe. Herr Schulz ist doch gar keine Frage. Herr Schulz ist ja nicht meine Antwort. Wenn ich zu mir vielleicht etwas sagen dürfte, ich... Nee, also Sie nun wirklich nicht. Um Sie geht es ja nun gerade. Also, meine Damen und Herren, möchte ich gerne sagen, die FDP hat die Wahl gewonnen, weil es einen neuen Drang gibt zu altem Freidemokratismus, in dem wir nicht nur reden müssen über Deutschland, sondern auch über das, was weit entfernt ist von Deutschland, Nordkorea, China und die Liberalen. Also die Ursprungsfrage war, oder sagen war, ob Frau Merkel was macht, damit Herr Schulz sieht. Und die Frage zeigt natürlich, wie wenig der Herr Schulz machen kann und an welch kurzen Fäden der Politiker als Hampelmann hängt. Dass also Politik quasi ein Tierversuch ist, um zu beweisen, wie sehr der Geist des Politikers von anderen manipuliert wird. Das möchte ich doch ausdrücken. Ja. Wenn ich als Martin Schulz zu mir vielleicht endlich... Nein, Sie sind jetzt erstmal gar nicht dran, jedenfalls nicht in Deutschland. Genau, wenn ich also was zu Herrn Schulz sagen darf. Ich habe die Homo-Ehe eingeführt. Moment, das war ich eindeutig. Ich habe den Mindestlohn eingeführt. Das war die SPD eindeutig. Ich habe den Klimawandel eingeführt. Ich eindeutig.
ist zusammenfassend also zu sagen, und dann ist das Thema Schulz auch wirklich durch. Nicht wahr? Ich bin dankbar für jede Krise, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, AfD-Krise. Sie hat den Menschen gezeigt, jemand anders außer mir hätte ihnen auch nicht helfen können. Ne? Ich werde Bundeskanzler. In welchem Land? Da klingt alles ganz anders von Ihnen. Mit Ihrer Absage ans Regieren riskieren Sie doch eine Totalisierung der Welt. Trump, Putin, Erdogan und so weiter, oder? Wir können doch die Welt besser verbessern, wenn wir in der Opposition sind, Sie kleiner Widerspruchsgeist. Ach, so, weil es dann auf Regierungsebene weniger Geschwätz gibt, nicht? Das haben Sie gesagt. Ja. Was haben Sie gesagt? Ne. Oh, Vladimir, da, you see my new Immobilia America. Ich habe eine wunderbare Leben gehabt, ich hätte nicht gebraucht, aber wenn du bist Präsident von Amerika, ich bin Präsident von Amerika, greatest President from America from ever. Und da musst du, als alle, da musst du ein bisschen in Weiße Haus, aber das ist alles ganz anders. Wenn du bist in die Weiße Haus, da guckst du raus. Die Weiße Haus von außen ist komplett weiß. Ich bin gewohnt, dass alles ist golden. Ich mache nur noch Urlaub in die Weiße Haus. Ich werde alles weiß machen. Great. Donald, du weißt, das hättest du nicht geschafft ohne meine Mithilfe. Ja, yeah, I know. Deine Hacker, die waren großartig. Die haben Amerika umgeflugt. Du bist meine Marionette, sagt man. No, ich bin dein Filiale. Mein Homunculus, sagt man. So. When you say Homunculus, da weißt du, die Homunculus, der war am Ende größer wie der Schöpfer. Oh. Da kriegst du nicht mehr in die Flasche. Da musst du aufpassen. Irgendwann du wirst sagen, oh, warum habe ich die Trump herausgelassen aus der Flasche? Warum habe ich sie rausgelassen? Donald. Du musst einmal aufpassen, nicht dauernd zu imitieren Behinderten. No, ich mache immer so, wenn ich zitiere, Leute sind gegen mich. Ach so, dann ist taktlos zu sagen, du imitierst Behinderte, wo du nur imitierst dich selber. So, by the way, do you have the sex video? Oh ja, ich gebe dir. No copy, no? Not yet. What is that? What, this is unbrauchbar, du siehst nur Doggy-Stil. Yeah, du siehst nur Arschenbacken, riesen Arschen. Das sind nicht meine Arschenbacken, sind nicht meine Arschenbacken. Das bin nicht ich. That's not me. Nie, das ist Angela Merkel. Oh. Sie ist nicht einmal zu verwenden für ein Sexvideo. Herr Lindner, hat Putin die FDP gehackt? Nicht hier drin, aber wo ist hier drin? Ja, wo ist hier? Bitte, was? Was habe ich? Wir haben Herrn Putin selber gefragt im Vorgespräch. Wollten Sie durch Hacking den Glauben an den demokratischen Prozess untergraben in Amerika, wie Herr Erdogan auch in der Türkei? Das ist das ähnlich zu vergleichen. Was für ein demokratischer Prozess? Na ja, freie Wahlen. Was ist das für eine freie Wahl, in der eine Frau Clinton 3 Millionen mehr Stimmen bekommt? Und dennoch verliert durch ein Wahlsystem, mit dem die Gründer von Amerika vor 200 Jahren bereits Amerika gehackt haben. Aber Sie wollen doch mit Ihren Methoden die ganze Welt unterwandern, also. Nein. Ich darf Sie erinnern. Ja, bitte. Dass Russland bereits vor 250 Jahren unterwandert wurde von der deutschen Katharina der Großen. Ach so, ja. Sie hat sich die gesamte russische Regierung unter den Nagel gerissen. Stimmt. Das ist Unterwandern. Jetzt schlagen wir zurück. Ja, werden Sie auch die deutsche Bundestagswahl beeinflussen? Ah, bitte, ich mache in Weltpolitik und nicht in Vereinsmeierei. Ja, aber die Sorge ist schon, dass Sie da Einfluss nehmen auf die Bundestagswahl. No, dazu brauchen Sie nicht mich. Nein? Sehen Sie, ein Anis Amri ist laufen gelassen worden von Ihren LKA. Ja. Damit er macht einen Anschlag auf die Berliner Weihnachtsmarkt. Da sind Akten sind vernichtet und vordatiert worden. Deutschland hackt sich doch selber. Da kann ich noch eine Menge lernen. Naja, Sie reden sich raus. Ich will nur wissen, ist bei der Bundestagswahl Ähnliches zu befürchten wie bei der US-Wahl? Ja. Ich habe gehört, viele wollen loswerden Angela Merkel. Na, da hat das noch nicht ausgemacht. Also. Na, und was ist Ihre Alternative? Naja, Martin Schulz natürlich. Ah, es ist also eine Wahl zwischen der optischen Vorsteherin einer Suppenküche und dem obeinigen Schlag, den Lukas, der daherkommt wie ein Makake, der nur einen Trick kann. Deutschland kann froh sein, wenn seine Bundestagswahl wird gehackt. Oh, vielen Dank für Ihre Offenheit, Herr Putin.
Ja, Herr Lindner, also Sie sehen, im internationalen Betrieb kommen Sie gar nicht mehr vor. Bei Trump und bei Putin, die sprechen überhaupt nicht von Ihnen. Herr Lindner? Herr Lindner? Ist das so, jetzt ist er schon wieder abgehauen. Wie bei der Sondierung. Das ist ein Zirkus, bis man so eine Regierung zusammen hat, auch überhaupt. Ja, ein Affentheater, da, nee, wir wollen. Aber im Grunde, wenn man ehrlich ist, es ist wahre Größe. Nee, von uns. Wir wählen was Neues und sagen dann aber, oh nee, die alte Regierung tut's noch. Hier werden wir erstmal auftragen, bevor wir die neue abnutzen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht zu Messis werden. Na, zu Messis. Nicht, dass wir die alte Regierung Schröder noch wieder rausholen. Und von der Regierung Kohl sind bestimmt auch noch Teile übrig, die wir irgendwo hinstellen könnten. Nicht, dass sie in 4 Jahren die neue Regierung auf den Sperrmüll bringen, weil sie nicht mehr modern ist und wir haben sie nie genutzt. Na. Dabei waren ja die Grünen so flexibel, also unerwarteterweise, haben sie selber behauptet. Ich habe Winfried Kretschmann eingeladen, ob er das bestätigt. Und haben Sie mich gerufen? Nein, noch nicht. Achso, ich werde da. Ja, also gut, dann guten Abend. Da können Sie uns sicher sagen, ob die Grünen bei der Jamaika-Sondierung so flexibel waren, wie wir es von Ihnen gewöhnt sind in Baden-Württemberg, wo Sie ja mit CDU und Thomas Strobel regieren. Ja, also gut, also da brauche ich keine Flexibilität. Da reicht Selbstverleugnung. Von Ihnen? Nein, von ihm. Oh. Ja, angenehm, Thomas Strobel. Ich sag's nur, weil ich bin ja der CDU-Vizechef von unserer Frau Dr. Merkel und gleichzeitig bin ich ja von unserem hochzuverehrenden Herrn Winfried Kretschmann der Koalitionskollege. Ich bin aber deswegen bei ihm nicht die Vertretung von unserer Frau Dr. Merkel, weil sonst wäre die Frau Merkel die Untergebene von Herrn Kretschmann, wenn ich gerade meine Vizetätigkeit nicht ausüben würde. Ich bin also praktisch von Herrn Kretschmann der Partner. Und da tut es nicht gut, wenn der Partner sich zu sehr einmischt. So wie sich auch Ihr Herr Sauer nicht einmischt bei seiner Frau Merkel. Ich bin also praktisch von unserem hochzuverehrenden Herrn Kretschmann seine Frau Sauer. Und da ist es sehr angenehm, wenn wir gemeinsam unterwegs sind in Regierungsgeschäften, gibt es für mich immer ein Damenprogramm. Ja gut, also sehr verehrte Mitbürger, liebe Deutsche, liebe Wähler, was kommt denn jetzt wohl alles wieder? Koalitionäre! Ja, ja. Jamaikaner! Was ist denn? Also wirklich? Ist Ihnen das Tampon verrutscht? Das was? Sie tragen ja heute gar keinen Mascara! Was ist das denn? Wimperntusche! Nein, also wirklich, das bringt mich also völlig aus der Fassung, muss ich Ihnen sagen. Ja, was denn? Dass Sie das Wort nochmals in den Mund nehmen, also. Wähler! Nein, ach was. Deutsche! Nein. Was könnte, ja gut, also. Aber nein, das bin ich doch. Ja, was habe ich, Jamaika? Also das macht mich völlig fertig. Das Jamaika! Also bitte sprechen Sie das Wort nicht mehr aus. Dass das geplatzt ist, das hat mich so gelähmt, dass ich in unserem schönen Baden-Württemberg seit Wochen nichts mehr auf die Reihe kriege, ob Sie es glauben oder nicht. Das ist wirklich wahr. Sie sitzen doch bei mir und der Regierung sowieso nur träge rum. Nicht mal das bringe ich mir zustande. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sag, ich kann das verstehen, dass die FDP raus ist. Aus dem Bundestag? Aus Jamaika! Jetzt reißen Sie doch mal zusammen! Ja. Sie sind doch nicht mehr im Mädchenpensionat! Da war ich nie. Aber? Was war denn jetzt mit dieser FDP, was Sie sagen wollen? Ich hab gesagt, ich verstehe das, dass die FDP flüchtet vor Koalitionspartnern, bei denen Sie dabei sitzen. Ach. Eines der Hauptprobleme, Herr Kretschmann, bei Jamaika war ja das Klima. Ja gut, also, ach so, ja, 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 also, ja gut. Ja. Also da muss ich sagen, da muss man halt verschiedene Wege wahrnehmen, wie man sich dem nähert. Und da sind halt die Bundesgrünen einfach nicht flexibel genug, muss man sagen. Ach so, ja, wieso? Ja, also, gut, also, muss so sagen, die Grünen im Bund wollen ja unbedingt also den Diesel ausrotten, wo ich ja dagegen bin, weil sie sagen, das bringt den Feinstaub und die Leute würden dran krepieren durch Atemnot etc. Und ja, würden ja, also, das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch alles. Ja, ja, gut, also aber jedes zweite Kind, was heute geboren wird, wird ja 100.
Aber muss ja der Feinstaub auch eine lebensverlängernde Wirkung haben oder was? Und das hat ja schon fast Trumpsche Argumentationszüge. Also. Oh, no, no. Das ist so mies. Die haben nicht einmal die Scham zu verbergen ihren eigenen Rache. So, nur weil ich bin gegen diese idiotische Klima von Paris-Abkommen, weg mit dieser Klima. Sie schicken mir von Europe diese Hurricane Harvey und Maria. No, no. Das ist Strafaktion von die Merkel. Was ihr habt gehabt zur Gewinnenwahl in die Deutschland? So, da hat sie gesagt, so, da look at me, ich habe sogar Macht über Amerika, so, leg nicht dich mit mir an, sonst ich setze ganz Deutschland unter die Wasser. Ah, no, das ist... Das ist die größte Hurricane, was war ever before. Das macht Natur nicht alleine. Dass du sagen, da hat Gott die Finger ins Spiel. No, die Merkel spielt die Gott. Sie ist von Klima nur die Maskottchen. So, das ist so mies. Weg mit dieser Klima, dieser Erstschlag von dieser Merkel. Das wird sie bereuen. Ich werde sagen, ich werde machen, mich rächen. Ich werde bauen noch viel größere Hurricane als ever before. Never, jetzt wird, fängt überhaupt erst an. Sie wollen Krieg. Sie kriegen Klima. So, I tell you, das ist... Ich werde zerstören Nordkorea. Ich habe gesagt in die UN, ich werde zerstören die Klima. Jetzt gibt nur noch CO2, nur noch Kohleabbau, nur noch Abgasen. Ich werde Natur mit Klima besiegen. Das sage ich dir. Du siehst genau, Europa ist wie die Mexiko. Wie die Mexiko, die schicken nur Verbrecher und Vergewaltiger und Europa, sie schicken nur diese Hurrikan. Moses, der hat geteilt nur die Rote Meer. Aber ich werde nicht nur schützen Amerika vor dem Meer, ich werde schützen vor Hurrikan. Ich wollte bauen eine Mauer gegen Mexiko, sie wollen nicht bezahlen. So, die große Gefahr kommt von der Merkel. Ich werde machen gegen die Hurrikan eine Mauer. Und die Natur wird sie bezahlen, weil ich sage zu den Klima nur eines. Fuck you! Ja gut, also wenn man sich das anguckt und anhört, muss man schon sagen, dass man sich wundert, wo wir ja wissen, dass der ganze Klimawandel verursacht ist durch den Menschen. Dass da dieser Herr Trump heißt, also von uns noch nicht gefordert hat, dass wir nicht die Erderwärmung reduzieren, sondern die ganze Menschheit reduzieren. Ja, für manche Grüne würde es schon reichen, wenn man die Frauen reduziert. Ja. Ja, was? Na ja, bitte. Ihr Anton Hofreiter war ja nicht sehr glücklich, dass ihm eine Frau Göring-Eckardt den Vorsitz weggenommen hat. Ja, Herr Hofreiter, zurück zur grünen Politik. Die Urwahl zum künftigen Vorsitzenden hat ja die Fundis ausgesiebt. Sie sind's ja nicht geworden. Ja, das ist mir unerklärlich. Ja, vielleicht weil die Realpolitik bei der Basis endlich angekommen ist. Kann das sein? Ach, so viel Intelligenz traut der Basis gar nicht so. Oh. Die Basis ist ja reine Masse. Ja, und die Masse schaut ja nur auf Äußerlichkeiten. Also Sie waren der Masse nicht schön genug, sozusagen. Ja? Na, wir haben halt den Fehler gemacht, dass wir die Frau, die ja von Geburt a priori erst einmal nur reine Äußerlichkeit ist, dass wir die Frau vollgefüllt haben mit dem Inhalt der Frauenquote. Ja? Ah, die Basis als breite Masse gesehen, aha, die Katrin Göring-Eckardt ist gesetzt, Frauenquote erfüllt, jetzt müssen wir halt unbedingt einen Mann nehmen. Wäre es nur gegangen nach der Frau als inhaltslose Hülle, als Kauferbild, da hätte ich doch die besten Chancen gehabt. Oder warum glauben Sie, lasse ich mir seit jahrelang ein Haar wachsen? Was das für ein Aufwand ist. Jeden Morgen waschen, legen, drapieren, strähnen, föhnen etc. und alles für nichts und wieder nichts. Ja, aber Göring-Eckardt war die einzige Frau. Wäre sie mitzuwählen gewesen, wäre sie vielleicht nicht gewählt worden, dann wäre überhaupt keine Frau im Vorsitz. Und was wäre dann gewesen? Ja, das ist eine Sauerei. So. Dass es bei den Grünen auch nicht einmal zwei männliche Vorsitzende geben kann, nur weil einer von beiden keine Frau ist. Es ist eben grüne Gleichberechtigung. Ein Scheiß ist es. Ich schneide mir jetzt die Haare ab. Es bringt ja nichts. Und
Und wenn ihr Grünen schon mit Winfried Kretschmann zur Reinkarnation der Bürgerlichkeit werden, ja, dann sollten wir konsequenterweise auch zurückkommen zu den urchristlichen Vorstellungen von der Frau am Herd. Ja gut, also der Anton Hofreiter hat halt das Problem, dass Frauen arbeiten können und gebären. Das ist halt einfach eine Doppelfunktion, die dem Anton Hofreiter keine Luft lässt. Ja, was ist ja bei den Grünen ein Mann im Vorsitz? Also. Ja gut, also aber nicht er. Ja, und jetzt? Muss sagen, die Frauen und das Bemühen, sie mit dem Mann gleichzusetzen, haben den Anton Hofreiter halt einfach an den Scheideweg gebracht. Da ist aber nicht der Einzige in der Gesellschaft. Ja. Mein Leben ist Spiel, Tennis ist Spiel, nur Deutschland ist ernst. So ist es doch. Aber ich habe mich ja dem Ernst von Deutschland, habe ich mich ja hingegeben. So. Ich habe ja alles, ich habe ja durch meinen Sieg in Wimbledon 1985 habe ich ja überhaupt Deutschland erst bekannt gemacht. Vorher hat ja überhaupt gar keiner gewusst, was Tennis ist und wo Deutschland liegt. Das war nach dem Krieg alles zerstört. So war es doch. Ich habe ja Deutschland wieder aufgebaut, mental. Durch meinen Sieg habe ich ja ganze Industriezweige hergestellt, die Tennis verkauft haben. Bälle, Tennissocken, Schläger, Netze. Textilien, Klamotten, Rohstoffe, Schadstoffe und Kraftwerke und Stromerzeugung, das gehört ja alles dazu. Das ist ja durch mich überhaupt erst in Deutschland erblüht. So hier, Royal Flush, hier, so, so. Aber Deutschland grab ich mich nur an. So. Ich bin doch in einer Weise von Deutschland missbraucht worden. Da können die Frauen von diesem Weinstein und die Männer von Kevin Spacey, die können ja nur davon träumen. Aber ich habe das halt immer gesagt, von vornherein gesagt, nicht wie diese Frauen, dass ich da 30 Jahre warte, bis sie mal nach 30 Jahren merken, dass sie von hinten angefasst worden sind. Nein, so ist es doch. Wir Männer werden doch gerade nur reduziert auf Frauen. Dabei fassen Männer ganz andere Sachen an, außer Frauen auch. Auto. Das ist doch, da haben viele viel mehr sexuelle Erregung, wenn sie mit der flachen Hand fahren über den Autolack. Oder Lederjacken. Das ist doch geiler wie ein Frauenarsch. Viele Männer fassen nur deswegen Frauen von hinten an den Lederrock, weil sich das fühlt wie Autolack. Aber mir haben diese Sexismusdebatten überhaupt nichts genutzt, weil Deutschland krapscht mich trotzdem weiter an. Passe, Mühle, Schachmatt. Wie sagt man im Poker? Mensch, ärger dich. Ja, also wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Sexismus sich auch bei Frauen findet, gell? Also dauernd müssen sie sich auf irgendwelchen Titelblättern ausziehen und entblößen und haben natürlich dadurch wesentlich mehr Chancen, entdeckt zu werden als Miss Germany oder als Boxenluder oder als Pornomodel. Ja, also diese Möglichkeiten sind ja den Männern alle verwehrt. Ja, so kann man es auch sehen. Trotzdem bleibt natürlich im Großen wie im Kleinen die Frage übrig, wäre es nicht doch besser gewesen, wenn die Grünen mitregieren in Jamaika? Wäre das nicht gut, besser? Gut, das ist ja was ganz anderes jetzt, aber ja, wir sind schon, ja da als Grüne der höheren Macht FDP unterworfen gewesen. Wo man sagen muss natürlich, dass der deutsche Bürger inzwischen also nach 70 Jahren, mehr wie 70 Jahren Demokratie wirklich schon als erwachsen genug sein müsste. Ja, aber was wollen Sie damit sagen? Was wollen Sie? Ja, also gut, also dass wir einfach den Deutschen zumuten müssten, wenn das mit den Regierungsplanungen so weitergeht, dass er gegebenenfalls eben ja, was? Sich selbst regiert. Also können müsste es ja können inzwischen. Ach so,
Ja, guten Abend.